die Seligpreisungen richtig verstehen. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Heute beginnen wir an den Wochentagen den Zyklus aus dem Matthäusevangelium. Er schreibt an Menschen, die bereits getauft sind, um ihren Glauben zu vertiefen. Wir beginnen diesen Zyklus mit den Seligpreisungen, dem Ausweis eines jeden Christen. Lange Zeit habe ich sie ein bisschen falsch verstanden. Zum einen dachte ich irrtümlich, selig sei man erst, wenn man einmal im Himmel ist. Zum anderen meinte ich, sie seien eine Aufforderung, die man mit eigener Kraftanstrengung erreichen müsse. Doch dann durfte ich bei Exerzitien erfahren, dass sie ganz anders zu verstehen sind. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Seligpreisungen ist die erste Seligpreisung. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, Jesus nennt all diese glücklich, die ihre Schwäche, Not, Hilflosigkeit, ja ihre Armut und Gebrechlichkeit ihm anvertrauen. Denn so öffnen wir ihm die Türe und er kann uns mit seinem Geist beschenken, mit dem Geist der Liebe, der Freude, des Friedens, der Langmut, der Freundlichkeit, der Güte, der Treue, der Sanftmut und Selbstbeherrschung. So kann man die Seligpreisungen vielleicht auch so ausdrücken: Selig die Armen, die ihre Hilflosigkeit Jesus geben und durch ihn aufgerichtet werden. Selig die Trauernden, die ihr Leid, ihre Enttäuschungen, ihren Schmerz vor Jesus klagen und dann annehmen können. Selig die Sanftmütigen, die Jesus all ihre Wut übergeben und so verzeihen können. Selig die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die Jesus ihren Einsatz für das Gute anvertrauen und so gestärkt werden. Selig die Barmherzigen, die mit Jesus ihren Egoismus überwinden und gerne mit anderen teilen. Selig, die ein reines Herz haben, die mit Jesus ihren Stolz beugen und selbstlos leben. Selig, die Frieden stiften, die mit Jesu Hilfe Konflikte angehen und sie lösen. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, die mit Jesus Unrecht erdulden und von ihm bestärkt werden. Ja, es gibt Augenblicke, wo ich gar nicht weiter weiß. Dann lege ich mich vor Jesus flach auf den Boden hin und übergebe all meine Not. Und immer wieder darf ich dabei erfahren, ja, ich bin selig, denn ich bin nicht allein. Jesus ist da und nimmt sich meiner an. Jesus, wir vertrauen dir all unsere Schwäche an, unsere Armut, unsere Not. Steh du uns bei und lass uns dieses Glück, diese Seligkeit erfahren, dass du da bist und uns nie alleine lässt. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, der Heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und alle Engel und Heiligen des Himmels binde, breche, entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Häuser und Arbeitsstellen getroffen haben und setze euch frei davon und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu Mariens. Möge sich alles Negative durch das unbefleckte Herz Mariens in Segen und Heil für euch verwandeln, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.